Balance. Die Kondition und die Kraft. Das Springen. Die sichere Landung. Sind das A und O für Trasseure. Diese Sportart nennt sich Parcours, wo der Trasseur unter sämtlichen Hindernissen sein Ziel am effizientesten erreicht. Man unterscheidet im Parcours eine Weiterentwicklung, die sich Freerunning nennt. Ihr unterliegt keiner Struktur, keine Grenzen und wird durch die Kreativität der Anhänger erweitert. Im Freerunning wird im Gegensatz zum Parcours jedoch viel mehr Wert auf akrobatische Bewegung gelegt. Aber nun zurück zum Parcours. David Bell heißt der gute Mann aus Frankreich, der Parcours ins Leben gerufen hat. Besser gesagt sein Vater Raymond Bell, der im Vietnamkrieg eine bessere Methode zum Flüchten entwickelte. Dieser brachte es dann seinem Sohn David bei, der es dann auf den Straßen von Lies weiter praktizierte. Und nicht nur heutzutage in Frankreich, sondern schon überall auf der Welt, auch in Münster. Ich habe mich mit den Jungs von Parcours Münster getroffen und ihnen ein wenig beim Training zugeschaut. Und auch ein wenig mitgemacht. Los geht's! Das Warmmachen ist im Parcours sehr wichtig. Wir haben uns gerade hier unterm Abdach verzogen, weil es regnet. Dominik, erzähl mal was von dir. Wie alt bist du und wie bist du zu Parcours Münster gekommen? Ja, also ich bin Dominik, ich bin 20 Jahre alt jetzt mittlerweile. Mache Parcours seit zweieinhalb bis drei Jahre. Parcours Münster ist entstanden, gab es vorher schon länger, aus dem Unisport, wo es auch angeboten wird. Und eineinhalb Jahren ungefähr treffen wir uns jeden Samstag. Am Anfang weniger, aber mittlerweile jeden Samstag und trainieren zusammen Parcours. Wobei wir uns dann zusammen warm machen und nachher irgendwas noch machen. So. Oft auch im Sommer mit einem gemütlichen Grill nachher oder sowas in der Richtung. Ihr seid ja Azubis, Studenten, Schüler. Wie vereinbart ihr das mit eurem Beruf, mit der Schule, mit dem Studium? Wann trainiert ihr? Wo trefft ihr euch? Ja, also jeder trainiert unter der Woche meistens alleine oder in ganz kleinen Gruppen. Eben weil wir Schüler, Studenten, Azubis, was auch immer sind. Und dann sind wir halt darauf angewiesen, wie die Arbeitszeiten sind oder Schulzeiten, Hausaufgaben, Studienzeiten, sowas halt. Dann ist es oft so, dass man alleine nur 1, 2, 3 Stunden rausgeht. Und am Wochenende treffen wir uns aber regelmäßig, jeden Samstag um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Und dann trainieren wir halt alle zusammen. Mit jeder, der kommen will, ist da und machen wir mal ganz gemütlich dann. Also ihr habt da keine Zeitangaben, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt? Ja, wenn wir allein unter der Woche trainieren, natürlich. Das ist im Prinzip, muss man sich vorstellen, wie ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, mache 2 Stunden hart irgendwas an den Gewichten und gehe dann wieder nach Hause. Das ist eigentlich bei uns auch. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich unter der Woche ausschließlich Krafttraining und Ausdauer mache und dann am Wochenende dann technische Sachen und sowas. Ja, zum Schluss, wie sieht das aus für die blutigen Anfänger, wenn man jetzt mitmachen möchte? Wo kann man euch irgendwie kontaktieren? Worauf sollte ein Anfänger achten? Ja, also zuallererst haben wir eine Internetseite, parcours-münster.de. Und dann kann man dazu sagen, dass alle Anfänger herzlich willkommen sind, samstags um 15 Uhr am Hauptbahnhof, sich mit uns zu treffen. Wir geben dann Anleitungen für kleine Sachen, die man halt langwierig üben kann. Dann bieten wir jetzt ab diesem Samstag, der 2.4., bieten wir jeden ersten Samstag im Monat einen Workshop an für Anfänger, wo es rein darum geht, die Anfänger an bestimmte Bewegungen zu gewöhnen, kleine Eindrücke zu geben, was Parcours sein kann, was Parcours ist, was man trainieren muss, ja, sowas. Also ich würde halt anbieten, dann, dass man vorbeikommt einfach und guckt und mitmacht, so viel man kann. Dann gucke ich mal, ob ich auch mitmache wieder. Und das ist halt immer der erste Samstag im Monat, oder? Genau. Der Workshop ist immer den ersten Samstag im Monat bis September oder November, je nachdem, wie es da ist. Ja, cool.
Ja, Dominik, dann danke ich dir und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit den Jungs. Ne? Danke. Ja, und danke, dass ich mitmachen durfte. Ich überlege mir nochmal, ob ich wiederkomme. Auf jeden Fall hat mir nämlich sehr Spaß gemacht. Immer gerne. Ja. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ja, zurück zu euch.